liebe Zuhörer, aus Anlass des Festes Maria Aufnahme in den Himmel trage ich eine Meditation vor. Maria hat ein Problem. Ihr Problem lautet nicht Gott. Ihr Problem heißt vielmehr: Was will Gott von mir? Nur wenige stellen diese Frage. Maria ist unsicher und verwirrt. Sie blickt nicht mehr durch. Sie möchte ganz einfach Klarheit wie wir alle. Die Antwort Gottes klingt überraschend. Sie bittet kein einsichtiges Rezept, wie der Mensch es sich wünscht. Keine Lösung, die alle Probleme menschlich befriedigen löst. Gott verspricht seinen Geist, die Kraft seines Geistes. Er verspricht diesen Geist jedem, der noch Fragen hat und nicht alles weiß. Jedem, der seine Grenze zugibt und darum über sich hinausruft nach Gott um den Geist. Und das heißt glauben, mit der Kraft dieses Geistes rechnen, sich diesem Geist nicht widersetzen. Ein solcher Mensch kann weit mehr, als er sich selbst zutraut, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft dessen, für den es kein Unmöglich gibt. Lieber Zuhörer, Glaube ist nämlich nichts anderes als die Ermöglichung des Unmöglichen. Glaube ist Aussicht in Aussichtslosigkeit, Hoffen in Hoffnungslosigkeit, Tragen des Unerträglichen, Verlieren und auch dabei gewinnen, Sterben und vielleicht doch leben. Sehe die Macht des Herrn. Ich bin meinem Gott ganz preisgegeben, ob arm oder reich, ob Ehre oder Schmach, ob Gesundheit und Krankheit, ob Erfolg oder Misserfolg, ob langes Leben oder kurzes. Gott soll verfügen nach seinem Willen. Wenn sein Wort geschieht, geschieht unser Bestes. An mir geschehe dein Wort.